Hyaluronbehandlungen, zum Beispiel in der Lippe oder auch hier in den Wangenknochen, sind ultra beliebt. Und auch Nasen- oder Kinnkorrekturen kann man damit machen. Und es klingt ja erstmal super, weil es ist ja vermeintlich harmloser als eine richtige OP. Dabei kann bei Unterspritzung auch echt einiges schief gehen. Also diese Knubbel sind nicht normal nach einer Unterspritzung. Wenn das Gewebe abstirbt, dann ist natürlich ein Defekt da. Mir wurde immer eher tendenziell dazu geraten, noch mehr zu machen. Wir konfrontieren eine bekannte Beauty-Kette und gucken uns an, was man machen kann, wenn man Hyaluron im Gesicht wieder loswerden will. Hallo! Hallo! Na? Hi. Kurz vor ihrer Behandlung treffe ich Janice. Sie hat sich über Jahre Hyaluronsäure spritzen lassen. Ins Kinn, aber auch in die Lippen. Vor allem mit ihrer Oberlippe ist sie nicht mehr happy und deswegen will sie sich das Hyaluron da heute mit Hilfe von Hylase auflösen lassen. Wie hat es bei dir denn angefangen? Also warum hast du dir damals überhaupt Hyaluron spritzen lassen? Ja, also ich habe das damals mitmachen lassen. Ich bin mit einer Freundin eigentlich mitgegangen, zu einer Kosmetikerin. Ah ja. Ja, vielleicht für euch zur Info, tatsächlich dürfen Kosmetikerinnen und Kosmetiker gar kein Hyaluron spritzen. Das dürfen nämlich nur HeilpraktikerInnen und Ärztinnen und Ärzte. Ja, ich sag mal so, meine Freundin war dann dran und sie hat dann direkt auch zu mir gesagt, oh ja, bei dir könnten wir auch irgendwie. Und dann spontan, wie man dann so ist, hat man sich gedacht, ne, komm, ich mach das mal mit und dann ja, für einen guten Preis und ne, weil ihr jetzt zu zweit seid. Ja, und dann fing das Dilemma halt wirklich an. Und dann habe ich das Ganze, glaube ich, immer mal nachkorrigieren lassen, wo es aber auch nicht wirklich besser wurde. Ne? Mhm. Ja. Würdest du denn sagen, dass man so ein bisschen ja schon fast süchtig davon wird? Ja, weil man denkt sich dann erstmal, klar, es schwillt. Ich glaube, das ist normal, dass es anschwillt, aber ne, wenn man mit einer Nadel in der Lippe rumstochert. Aber ich muss halt sagen, wenn es dann abgeschwollen ist, dann denkt man immer, jetzt ist das weg. Ne? Und dann sagen die ja meistens auch, ja, wir müssen noch mal spritzen, ne, damit es bleibt. Und ja, und dann macht man es halt öfter. Das Hyaluron hat sich bei Janice oberhalb der Lippe abgesetzt. Das ist zwar nicht gefährlich, aber dadurch entsteht ein typischer Schnabel, sieht einfach unnatürlich aus. Wieso hast du dich jetzt entschieden, dann doch die Hylase-Behandlung? Back to nature, ne? Also wirklich wieder zurück. Es ist irgendwie, glaube ich, im Moment geht man wieder eher zurück zum Ausgangspunkt oder weniger ist mehr, sag ich mal so. Ja. So, es geht los. Ja. Hol ich euch ab. Gehen wir in den Behandlungsraum. Okay. Ja? Ja. Super. Sehr gut. Dr. Olga Ludewig ist Fachärztin für Unfallchirurgie. Seit 5 Jahren macht sie ästhetische Medizin und ist da auch an ihrem zweiten Facharzt dran. Sie gibt deutschlandweit Fortbildungen in dem Bereich. Janice ist unzufrieden mit dem Aussehen ihrer Lippe, aber Hyaluronsäureunterspritzungen können schlimme gesundheitliche Folgen haben. Das ist ja wirklich so ein Gel, was injiziert wird und das kann ein Gefäß treffen. Und wenn das Gefäß okkludiert, also sich verschließt, dann kann das Areal, was dieses Gefäß ernährt, nicht mehr durchblutet werden. Das kann dann auch im schlimmsten Fall zu Nekrosen führen. Achtung, jetzt wird es kurz fies. Nekrose bedeutet, dass Hautpartien absterben und das kann dann halt so aussehen. Da muss man im schlimmsten Fall schauen, wie man diesen Defekt dann auch begradigt in Form von Hauttransplantation. Das sind so ganz wilde Sachen. Ich hatte halt auch gelesen, dass es teilweise, je nachdem, in welche Region man Hyaluron unterspritzt, dass es auch zu Erblindungen oder sowas führen kann. Also hier, wenn man das hier macht. Genau, also hier Nasenbereich und auch Zornesfaltenbereich. Ne, da entwickeln sich sehr, sehr, sehr oft Nekrosen. Und da muss man sagen, das ist sehr wichtig, dass das von einer fachärztlichen Hand, am besten noch operativ, also, das ist ein Operateur, dass er auch weiß, wie ist die Nase überhaupt aufgebaut. Er hat schon mal die Nase von innen gesehen. Und man kann nie wissen, wie die Gefäße im eigentlichen verlaufen. Halt super wichtig, dass man darüber aufklärt, dass es zur Entblindung führen kann. Viele Patienten wissen das auch nicht. Also nicht die Ärzte haben mir das gesagt, weil, ne, sondern ich habe das angesprochen mit den Erblinden. Und dann immer, ja. Ja, so ein bisschen abgetan. Ne? Das ist halt sehr schade. Also man möchte natürlich den Patienten jetzt keine Angst machen, nee, ja, dass man sagt, aber ich finde, der Patient hat die Wahrheit verdient. Bevor Dr. Ludewig mit der Hylase-Spritze startet, schaut sie sich alles nochmal ganz genau an. Also hier haben wir zum Beispiel Hyaluronsäure, was in die Schleimhaut reingekommen ist, weil einfach zu viel da ist oder vielleicht auch die falsche Technik angewandt wurde und Hyaluronsäurepräparat seinen Weg so ein bisschen sucht und die Haut nachgibt. Also diese Knubbel sind nicht normal nach einer Unterspritzung. Bevor es bei Janice ernst wird, spreche ich mit Chloe. Über ihre Erfahrungen mit Beauty Docs hat sie ein kritisches Video veröffentlicht. Seit sie 18 ist, hat sie sich immer wieder Hyaluron spritzen lassen.
Unter die Nasobialfalte, in das Kinn, die Wangen und oft in die Lippen. Heute hat sie sich fast alles wieder auflösen lassen. Im Gespräch mit mir macht sie der Beautykette, wo sie war, Vorwürfe. Es gab wirklich gar keine Notwendigkeit für diese Unterspritzungen, aber das Gefühl wurde mir eben nie gegeben, dass ich da einmal hingegangen wäre und mir gesagt wurde, nein, wir machen nichts, weil du bist zu jung und dein Gesicht entwickelt sich noch und das wird sich alles noch geben und ändern und so weiter. Das habe ich nie gehört. Also mir wurde immer eher tendenziell dazu geraten, noch mehr zu machen und dass ich dann doch nach 3 Monaten direkt wiederkommen soll. Und dadurch, dass sie eben sympathisch wirken, dass sie Ärzte sind, hatte ich dann natürlich auch großes Vertrauen. Die Kette, bei der Chloe war, heißt M1 Med Beauty. Sie bieten Unterspritzungen für verhältnismäßig wenig Geld an. Sie haben Clubmitgliedschaften, bei denen man sparen kann, wenn man mehrmals kommt. Und sie machen ziemlich viel Werbung für Hyaluron-Unterspritzungen auf Insta und TikTok. Auch mit Vorher-Nachher-Bildern. Rechtlich gesehen ist das eine Grauzone, aber Chloe hat eine klare Meinung dazu. Gerade die Werbung auf den sozialen Medien, dass mich das so sehr beeinflusst hat, ärgert mich einfach im Nachhinein, weil ich werde niemals wissen, wie mein Gesicht hundertprozentig aussehen würde, hätte ich das niemals gemacht. Dr. Olga Ludewig hält es sogar für problematisch, wenn man Hyaluron-Unterspritzungen zu früh machen lässt. Der jugendliche Körper oder beziehungsweise das Gesicht wächst ja noch in die Form rein. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel, angenommen junger Mann, mehr kantiges Kinn oder mehr Definition haben möchte, er muss vielleicht einfach 1, 2 Jahre, 3 Jahre warten, dann wird er schon kantig genug. Das ist einfach mit 16, mit 18 sieht man einfach nicht so aus. Hast du denn so den Eindruck, dass da schon auch in den letzten Jahren verstärkt Social Media ein Faktor ist, weshalb halt sehr junge Menschen vielleicht unzufrieden sind mit ihrem Äußeren? Ja, also Social Media insgesamt übt natürlich einen unglaublichen Druck auf junge Menschen aus. Manchmal kommen die Patienten sogar zu mir in die Sprechstunde mit einem Filter, beziehungsweise sie machen ein Foto mit dem Filter drauf und sagen, ich möchte so aussehen, bitte machen Sie mir das. Ist immer so mit Vorsicht zu genießen. Ein Filter ist natürlich erstmal so eine 2D-Aufnahme und macht natürlich die Augen größer, die Lippen voller und man hat irgendwelche Konturen, aber das ist halt nicht das wahre Leben. Chloe hatte mir ja erzählt, dass sie bei ihren Besuchen bei M1 das Gefühl hatte, dass die Ärztinnen und Ärzte ihr mehr Hyaluron ja sozusagen verkaufen wollten und dass sie deswegen auch noch mehr Unterspritzung hat machen lassen. Und in meinen Recherchen habe ich auch mit einer Frau gesprochen, die mir erzählt hat, dass sie schon mit 14 Jahren sich hat die Lippen aufspritzen lassen bei genau der gleichen Kette. Und mit genau diesen beiden Vorwürfen möchte ich M1 natürlich auch noch konfrontieren und ich bin gespannt, was sie dazu sagen werden. Ich schreibe eine Mail mit den Vorwürfen an die Beauty-Kette und setze eine Frist, bis wann sie antworten sollen. Chloe sagt, dass sie aus ihrer Hyaluron-Journey gelernt hat und sich heute anders entscheiden würde. Ihr werdet irgendwann blind für eure eigene Schönheit, die ihr von Natur aus habt. Und das ist super schade, denn wenn ihr einmal damit angefangen habt, ist es nicht nur super schwer, davon loszukommen, sondern das alles wieder rückgängig zu machen, ist auch gar nicht so einfach. Auch da können Sachen schiefgehen. Und nicht nur das, ihr werdet niemals euer natürliches Gesicht wieder erlangen, wenn ihr das wollt. Das ist nicht möglich. Janice will aber zurück zu mehr Natürlichkeit. Vor der Behandlung werden nochmal Fotos des aktuellen Zustands gemacht und dann geht es los. Kleiner Hinweis, wer Spritzen nicht so gut ab kann, sollte jetzt zu Minute 9.04 springen. Bist du nervös? Bis jetzt nicht. Ganz cool drauf. Ja. Okay, geht jetzt los. Ich setze jetzt erstmal nur die Betäubungsspritze. Die Hylase-Behandlung kann brennen und unangenehm sein, denn die Hylase löst das Hyaluron in der Lippe auf. Deswegen hat sich Janice für eine örtliche Betäubung entschieden. Einmal Peak. So, jetzt machen wir die Lippe an sich. X. Oh ja, man sieht aber richtig, wie die Flüssigkeit da reingeht. Und ich merke auch, wie hart das ist. Je nach Präparat merkt man richtig, wie stark dieses Präparat ist. Je härter das Hyaluron, desto mehr Hylase muss gespritzt werden und die Lippe sieht erstmal dicker aus als vorher. Es dauert ein paar Tage, bis sich alles abgebaut hat. Okay. Fertig. Okay. Ich gucke gleich erstmal, ob das auch so ausreicht. Dann drücke ich noch ein bisschen drauf, damit die blauen Flecke nicht so ganz ausgeprägt sind. Und dann müssen wir gleich noch ein bisschen massieren und dann gucken wir gleich, wie das aussieht. Und hier in der Mitte war das schon, da muss ich schon mehr Nachdruck geben. Also da ist wahrscheinlich dieses Präparat gewesen, was so sehr, sehr hart ist, was halt dieses Volumen schafft, ne? Weil das so stark vernetzt ist, aber dann natürlich schwer aufzulösen ist. Bist du schon gespannt, wie du aussiehst? Ja, also morgen eher. Also jetzt gleich bestimmt nicht so schön, aber ganz gut. So. Oh mein Gott. Gefällt es dir? Voll schlimm.
Du bist nicht hässlich. Also vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es war super spannend und ich finde es ehrlich gesagt mutig, dass du dabei so ein Kamerateam mir über die Schulter schauen lässt. Ja, dann schick mir einfach nochmal die Bilder, wie es dann aussieht, die Tage. Mach ich. Okay. Cool. Ich danke auch. Ja, krass, wie doll es denn doch angeschwollen war. Und ich bin mega gespannt, wie es dann jetzt in ein paar Tagen aussehen wird. Tatsächlich hat sich bis Redaktionsschluss niemand von M1 bei mir gemeldet. Dafür habe ich von Janice aber noch richtig gute Vorher-Nachher-Bilder bekommen und man sieht auf dem Endergebnis richtig, dass die Lippe doch echt viel natürlicher aussieht. Und Janice hat mir auch gesagt, dass sie super happy ist mit dem Ergebnis. Mich hat es nachdenklich gemacht, dass sich mittlerweile so viele junge Leute Hyaluron einfach so bedenkenlos spritzen lassen. Und ich habe das Gefühl, dass die Risiken da doch echt ein bisschen zu kurz kommen. Und was mich tatsächlich richtig erschreckt hat, ist, dass es in der Branche offensichtlich doch einige Leute gibt, denen es wichtiger ist, Profit zu machen, als auf die Gesundheit der Patientinnen und Patienten zu achten und auf ein natürliches Ergebnis. Könntet ihr euch vorstellen, so eine Hyaluronbehandlung machen zu lassen? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Und für mehr Content zum Schönheitsideal und Co. abonniert unbedingt unseren Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Mein Kollege Tim hat sich zum Beispiel schon mal mit der gefährlichsten Schönheits-OP der Welt beschäftigt. Die Rede ist von Brazilian Butt Lift. Von hier hat man Fett weggenommen und dann hat man das hier und hier rein transferiert. Ich habe mich aber auch noch ein paar Tage vor meiner OP hingesetzt und tatsächlich mein Testament geschrieben. Wow, also ich finde, das Ganze klingt schon irgendwie total crazy. Schaut euch unbedingt den Film mal an. Und hier habe ich auch noch den Film über den Plastic Boy hingepackt. Schaut da doch auch nochmal rein. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen.